Aber ihr seid jetzt ja alle dann so ein bisschen noch weitergegangen und eure eigenen Wege gegangen. Und jetzt gibt es ja so eine neue Generation. Läuft Jugendhack noch so, wie ihr das mal so euch vorgestellt habt? Ich habe gedacht, wenn es erfolgreich ist, ist es dann, wenn ich weg bin und es steht immer noch oder wird größer oder anders. Oder es läuft auf jeden Fall irgendwie weiter. So, solange ich dabei bin, kann ich das gar nicht sagen. Und ich freue mich über alles, was ich wahrnehme. Von außen sieht es für mich noch so aus. Also es scheint noch dasselbe Wertekostüm zu sein. Es kommen großartige Leute wie du heraus. Also scheint noch gleich gewesen sind. Ist das auch so dein Eindruck, dass es sich, das ist jetzt ja auch noch nicht so lange so raus, ja, aber dass es noch so die... die Wertevorstellung, die Ideale so von 2012, 2013, oder würdest du sagen, du hast ja noch ein bisschen Pandemie-Jugendhack miterlebt, oder? Ja. Aber würdest du sagen, dass sich so auch durch die Pandemie irgendwie bei Jugendhack so viel verändert hat oder so? Corona, klar, auch spannend für Jugendhack, weil genauso wir, wie viele anderen digitalen Communities, netzpolitischen Communities, hat Corona halt auch Jugendhack digitalisiert. Also am Ende haben wir uns viel mit digital beschäftigt, aber wenig digital getan, so. Das muss man auch zugeben, so, und das hat sich total verändert. Jetzt der Community Talk, den du ja auch mit moderierst, den wir da dann neu erfunden haben. Also neu erfunden, wir haben halt Livestreams gemacht, so. Nicht unsere Erfindung, aber das innerhalb von Jugendhack zu tun und da thematisch irgendwie uns innerhalb der Community weiterzuentwickeln. Dann die stärkere Partizipation, also eben nicht Erwachsene machen für Jugendliche, sondern eben Jugendliche, TeilnehmerInnen selbst sind viel stärker. Da bist du das beste Beispiel dafür, aus einer Teilnehmerin-Sicht Dinge mitzugestalten, wie eben den Community Talk und andere Dinge. Das hat sich massiv, also ich glaube, hat sich wirklich, wirklich viel getan. Ja, und dann halt die schiere Größe. Also ja, auch immer die Wahl, entweder zu sagen, okay, wir sind jetzt der Prototyp und haben das in die Welt gesetzt und das ist so und jetzt haben wir es durcherfunden und lassen wir das sein. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, die wir natürlich auch diskutiert haben, so, oder halt zu sagen, Jugendhack, der Wert steckt halt darin, dass es tatsächlich bei einzelnen Jugendlichen ankommt und da müssen wir halt auch dahin, wo die Jugendlichen sind und in die Breite gehen und daraus halt die ganzen Labs und so, das, was daraus entstanden ist und dass es jetzt halt 15 Labs sind in 15 verschiedenen Städten, ist halt total krass so, also und das ist, ja, das kann natürlich noch weitergehen, ist immer auch gefährlich, weil es natürlich irgendwie dieses flauschig kleine Community-Ding verliert und vielleicht auch die Menschen der ersten Stunde auch nicht mehr so im Blick hat wie ganz am Anfang. So. Ja, insofern ja, steckt viel, glaube ich, Sinn, was gerade passiert, auch viel Fallstricke, aber bisher hat das Jugendhack immer ganz gut gemeistert, deswegen bin ich da. Du hast ja gerade schon dieses in die Breite gehen angesprochen. Das ist ja schon irgendwie verrückt, dass es sich so entwickelt hat so, und hier jetzt irgendwie angefangen.